der Weg ist das Ziel. Man ist noch nicht am Ziel, aber man geht in die richtige Richtung. Aber es ist noch ein weiter Weg. Und wenn ich das sage, heißt das auch nicht, dass die Universitäten geschlafen haben, sondern dass ein solcher Prozess, an die Spitze zu kommen, Zeit braucht und dass diese Zeit mit einer Exzellenzinitiative allein noch nicht genügt. Es ist, wie ich anfangs gesagt habe, nicht zu erwarten, dass in einem solchen Ranking, internationalen Rankingsystem über kurze Zeit plötzlich die deutschen Universitäten 2 oder 3 unter den ersten 20 wäre. Die ETH Zürich, das ist meine eigene Universität, hat 50 Jahre gebraucht, um sich von einer mittelmäßigen Fachhochschule zu einer Weltspitzenuniversität vorzuarbeiten. Es braucht Langatmigkeit, aber man sieht Bewegungen in diesem Rankingsystem, aber der Durchbruch ist noch nicht da, aber er kann auch nicht da sein nach dieser kurzen Zeit. Es geht noch ein Stück weiter. Wir wissen heute, dass zum Beispiel viele Länder wie die Chinesen ihre Studierenden nur noch an Universitäten schicken, welche in den obersten 50 oder so der Rankings sind. Und das ist mit ein Grund, wenn man diese Internationalität haben will, dass man sich halt trotz aller Zweifel an diesen Rankingsystemen in diesen Rankings vorarbeiten muss, bis man wieder wahrgenommen wird. Und das ist das Problem, das im Moment an den deutschen Universitäten noch existiert. Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Forschungsförderung im Rahmen der EU hier ein Vorbild sein könnte und sein würde. Außer vielleicht beim einen Instrument, dem European Research Council, diesen Preisen. Dort kann man etwas lernen. Und in diesem Sinne ist das ein Trend, dass man sagt, man macht ein ganz scharfes Auswahlverfahren und die Konkurrenz besteht unter den Besten. Ich glaube eher, dass die deutsche Politik dahin geht, auch den wichtigen Gestaltern in der Politik klarzumachen, dass es auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen braucht. Beispielsweise, dass Länder, die in Versuchung stehen, die Autonomie ihrer Universitäten eher wieder zu verkleinern, statt zu vergrößern, ihnen klarzumachen, dass das eigentlich für eine exzellente Universität ein Hindernis ist, dass es dieses Bewusstsein in der Konkurrenz auch der Länder untereinander zu fördern. Und selbstverständlich auf der anderen Seite auch das Bewusstsein, dass eine Universität als Ganzes und nicht nur in gewissen Einzelgebieten als Ganzes wahrgenommen werden wird im Ausland und wahrgenommen werden muss und dass es deswegen so etwas wie eine Corporate Identity geben muss. Ich stelle mir eine Struktur vor mit einem Präsidenten oder einer Präsidentin, welche schlussendlich, wenn es darauf ankommt, entscheidungsstark ist. Aber bevor diese Person zu Entscheidungen kommt, bezüglich zum Beispiel der Verteilung der Mittel, der Eröffnung neuer Forschungsgebiete, anderer Punkte, bevor sie also zu diesem Entscheid kommt, dass sie diese Person es fertigbringt, mit der Basis, mit jenen, die die Forschung machen, mit ihren Professorinnen und Professoren einen Dialog zu führen und dann von einem gewissen Augenblick aufgrund dieses Dialogs die Entscheidung fällt. Also dieses Geben und Nehmen, dieses Öffnen der Diskussion in der breiten Basis und schlussendlich des Bündelns und der Entscheidung. Das ist das Ideale und so funktionieren auch die exzellenten amerikanischen und britischen Universitäten. Die Grundidee ist, dass man von einem System, wo man einen Antrag stellt und verspricht, was man alles machen will, eine Idee, die in der Anfangsphase wichtig war, wegkommt und sagt, wir wissen ja, was die Universitäten in der Vergangenheit geleistet hat und wenn wir Spitzenuniversitäten bilden wollen, müssen wir jene unterstützen, die schon nah an der Spitze sind. Das heißt, wir müssen anschauen, was sie erreicht haben in der Vergangenheit und das bedeutet in der Forschung, ihre Forschenden, was sie erreicht haben, wo sie stehen und dann würden sie nach einem Verfahren 10 oder so Universitäten identifizieren und die bekämen für eine bestimmte Zeit Geld, um sich weiter in Richtung der Spitze vorzuarbeiten. Vor allem, dass die Politik realisiert, dass nur die Autonomie und das Vertrauen in Universitätsleitungen tatsächlich Exzellenz kreieren kann. Es ist mehrmals auch gesagt worden, es braucht die Freiheit, dann entsteht etwas Gutes und das Misstrauen der
Leitung einer Universität gegenüber führt zum Gegenteil. Also ich hoffe, die Politik hat diese Botschaft erkannt und mischt sich nicht in das Mikromanagement von Universitäten ein, auch wenn es um die Exzellenz geht.